Also Lehrende, wie auch alle anderen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, werden in dem Leitfaden Folgendes erfahren. Erstens, was ist Open Content überhaupt? Was für eine Idee steht dahinter? Zweitens, was muss ich beachten, wenn ich Open Content nutze? Also wenn ich zum Beispiel Bilder im Internet finde, die ich in eigene Präsentationen oder Skripte einbauen will, welche Regeln muss ich da beachten? Und drittens, wenn ich selbst Open Content machen will, das heißt, wenn ich meine eigenen Lehr- und Lernmaterialien beispielsweise unter solche Lizenzen stellen will und ins Internet stellen, um sie anderen zur Verfügung zu stellen, dann erfahre ich auch in dem Leitfaden, wie das funktioniert, wo ich diese Lizenzen finde, wie ich die Lizenzen aussuche, da gibt es verschiedene Arten und vieles mehr. Ein Unterfall oder eine bestimmte Ausprägung von Open Content ist ja OER, das nennt man Open Educational Resources, das sind halt freie Lehr- und Lernmaterialien. Sinn und Zweck dieser Bewegung ist, dass man Lernmaterial und Lehrmaterial unter solche Open-Content-Lizenzen stellt, damit es dann eben in breiten Kontexten rezipiert und dann auch wieder nachgenutzt werden kann. Das heißt, das Material kann sich verteilen und es kann eben für unterschiedliche Kontexte angepasst werden. Das ist speziell für den Bildungsbereich sehr interessant, weil herkömmlich wird halt mit proprietären Materialien gelernt, wie zum Beispiel Schulbüchern und solchen Dingen. Die kann aber immer nur der Rechteinhaber anpassen, aktualisieren oder verändern, weil niemand anders dazu die Befugnis hat. Freie Lernmaterialien sind halt unter diesen Open-Content-Lizenzen und die erlauben es jedermann, das dann eben auch weiterzugeben, zu verändern, anzupassen und das auch international insbesondere. Das heißt, beispielsweise können OER-Initiativen in Deutschland Lehrmaterialien zum Physikunterricht in der 9. Klasse oder sowas entwickeln. Und in Brasilien kann ein Lehrer hingehen und sagen, okay, das ist sehr interessant, was die da gemacht haben. Die Lizenz erlaubt es mir, dieses Lernmaterial zu nehmen, das ins Portugiesische zu übersetzen und das eben an unsere Schüler, an den Bildungshintergrund, den die haben, anpassen und dann eben in seinem eigenen Unterricht wieder verwenden. Wenn ich Präsentationen für den Schulunterricht mache, sei es als Schüler oder als Lehrer, dann benutze ich ja heutzutage, weil all das im Internet einfach da ist, immer fremde Materialien. Und wenn diese fremden Materialien nicht Open Content sind, sondern halt nach herkömmlichen urheberrechtlichen Mechanismen vertrieben werden, dann stellt sich immer die Frage, darf ich das jetzt überhaupt? Ja? Beispielsweise, wenn ich im Unterricht YouTube-Videos vorspielen will, aus welchen Gründen auch immer, um den Schülern zu zeigen, das und das passiert da oder sowas oder das und das ist ein interessantes Video zu unserem Thema, das solltet ihr mal ansehen, stellt sich schon für den Lehrer die Frage, darf ich das überhaupt? Ja, jeder Schüler darf sich das Video zwar selbst angucken auf seinem Smartphone oder auf seinem Tablet oder auf seinem Computer, aber ob der Lehrer diese Videos abspielen darf überhaupt im Unterricht, um sie anderen zu zeigen, ist urheberrechtlich durchaus eine schwierige Frage, so unglaublich das auch erscheint. Open-Content-Lizenzen lösen diese Fragen ganz einfach, indem sie sagen, du darfst das. Ja, du darfst das, ist überhaupt kein Problem. Das heißt, man kann eben über diese Inhalte, die wirklich millionenfach im Internet vorhanden sind, über diese Lizenzen werden einem Befugnisse eingeräumt, die so weitgehend sind, dass einfach sich diese Fragen nicht mehr stellen. Und man ist eben auf der rechtssicheren Seite, das hilft viel. Ja, also wie immer bei solchen Lernmaterialien, auch der Leitfaden ist ja eine Open Educational Resource, ja, also ein freies Lernmaterial, der auch unter einer liberalen Lizenz steht. Also man kann es weiterverteilen, man kann auch Veränderungen vornehmen und so weiter. Das darf jeder machen. Aber was so ein Leitfaden natürlich nicht leisten kann, ist, jede einzelne Frage im Detail zu beantworten. Ja, wie immer bei solchen Materialien liegen da die Grenzen, wenn es um Rechtsberatung im Einzelfall geht. Dafür ist das nicht gedacht, sondern es ist eben gedacht, den Leuten A, Sensibilisierung für dieses Thema zu bieten und auf der anderen Seite eben, sagen wir mal, die generellen Fragen zu beantworten. Es gibt über die generellen Fragen hinaus erfahrungsgemäß natürlich ganz konkrete Einzelfallfragen. Darf ich jetzt in diesem Kontext das und jenes einsetzen und unter welchen Bedingungen und so weiter? Sowas kann ein Leitfaden nicht leisten. Dafür braucht man im Zweifel Rechtsberatung. Ich würde mir wünschen, dass
das Konzept von Open Content breiter bekannt wird, dass viel mehr Leute da mitmachen und dass vor allem auch im Bildungsbereich mehr geschieht, dass mehr Bildungsmaterialien unter Open Content Lizenzen im Sinne von Open Educational Resources bereitgestellt werden. Davon würden, glaube ich, alle profitieren und auch die Bildungslandschaft an sich. Wenn die Leute da nicht mitmachen, ja, und ihre Inhalte eben nicht unter diese Open-Content-Lizenzen stellen, sondern die für sich behalten oder nicht verstehen, was das überhaupt ist, dann kann diese digitale Allmende natürlich auch nicht wachsen. Es gibt sehr viele Leute, die das machen, aber gerade im Bildungsbereich bestehen da in Deutschland noch erhebliche Defizite. Deutschland ist im OER ganz weit hinten. Studien haben ergeben, dass Deutschland eben da absolutes Entwicklungsland ist auf diesem Gebiet. Da sind andere Länder sehr viel weiter. Und ich würde mir wünschen, dass auch in Deutschland mehr OER gemacht wird zugunsten aller Beteiligten und dass man sich da mehr ranwagt an solche neuen Themen und das einfach annimmt und das Potenzial erkennt.